Ich erspare mir jetzt irgendwelche großen Einleitungsfragen. Wie ist da gegangen, wie du die erste Diskussion mitgehört hast? Ja, polarisieren ist gut, authentisch polarisieren ist noch besser. Für mich stellt sich also eine grundsätzliche Frage, und die Frage ist eigentlich die, dass wir alle gemeinsam im selben Boot sitzen. Und ich sage das immer so überspitzt, ich ganz gerne irgendwann auch meinen Kindern und meiner Gattin und auch mir Wurstzimmer leisten würde. Und da sind also diese Diskussionen, ob mit oder ohne Honorar, ganz, ganz wesentlich. Das ist selbstverständlich, es ist also der Gesetzgeber und die EU ganz wesentlich. Aber letztendlich geht es darum, dass wir als Versicherungsindustrie, glaube ich, den Kunden im Mittelpunkt zu sehen haben. Der Kunde hat das Anrecht, sein Erspartes, was er uns vertraut, anvertraut, was er der Versicherungsgemeinschaft anvertraut, dass hier Renditen erzielt werden. Und wenn Renditen erzielt werden, dann lebt die Versicherung, ich beginne bewusst bei der Versicherung, dann kann die Versicherung oder die Versicherungen oder die Unternehmungen oder die Investmentgesellschaften können Kosten verrechnen. Mit den Kosten können sie die Administration zahlen, können sie den Vertrieb zahlen, können sie den Angestelltenvertrieb zahlen oder können sie den selbstständigen Vertrieb zahlen. Und ich glaube, darum geht es, und es geht vielleicht auch darum, dass jetzt wir uns nicht blenden lassen von hohen Provisionen, Abschlussprovisionen, akkondiert oder Kredite oder was weiß ich, wie man das auch immer bezeichnet, in der Lebensversicherungsbranche oder im Lebensversicherungsbereich. Ja. Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass wir im Sachversicherungsbereich 2,5 Jahresprämienprovision zahlen. Natürlich sind die geringer, im Lebensversicherungsbereich 1,5, da sind sie höher, das schaut also plakativer aus. Und der Ansatz, der also teilweise jetzt auch von Vermittlern und jetzt dann nicht weiter Josef Graf da sitzt, gemacht wird, den VKI in das Boot zu holen, hier zu sensibilisieren, weil ich habe also bei großen Veranstaltungen der Branche miterlebt, wie also der VKI gegen das Honorar war, gegen die Provision war, gegen eine Vergütung war, aber für die Vorsorge war. Und gratis, glaube ich, gibt es auf der Welt nichts mehr. Also ich höre dabei, jetzt raus, sozusagen aus dem, von den Kunden ist es, ich höre aus den Worten, bilde ich mir herauszuhören, dass es dem Kunden de facto wurscht ist, wie die Leute, die damit befasst sind, vergütet werden. Habe ich das richtig verstanden? Weil es de facto eh das Gleiche. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. In Großbritannien hat man 2007 den Entschluss gefasst, die Provisionen einzustellen, nämlich 2013, also 5 Jahre Zeit. Ich weiß, 2012 war der erste Jahr 2013. Mein Unternehmen hat es 2008 vollzogen, hier mit verschiedenen Modellen, das ist nicht das Thema. Und da ist ganz klar, dem Kunden ist es völlig egal, wo und wie Provision verdient wird. Es ist klar, dass Provision verdient werden muss. Das wird akzeptiert. Schlussendlich ist entscheidend, dass das Geld, das gespart wird, vermehrt wird. Mhm. Dankeschön. Die Skandia hat vor kurzem eine Entscheidung getroffen, gesagt, so wie wir bisher gearbeitet haben, wollen wir oder müssen wir, weiß ich nicht, nicht mehr weiterarbeiten. Das war doch ein sehr harter Schnitt und Schritt. Warum? Man hat es ja in der Diskussion vorher gesehen. Ich habe die Diskussion als gut empfunden, deshalb, weil es unterschiedliche Standpunkte gibt und etwas entstehen kann nur, wenn es unterschiedliche Standpunkte gibt, die dargelegt werden und dann auch eine Diskussions- oder Streitkultur entsteht, dass sich etwas entwickelt. Das ist ganz wichtig. Und das zeigt auch, in welcher Situation die Branche, die Industrie oder vielleicht auch ganz Europa ist. Wir sind in einer unglaublichen Transformationswelle aus unterschiedlichen Gründen ausgelöst, in der wir mittendrin sind. Und Provisionen, die Frage ist ja, wie wichtig sind Provisionen für die Versicherung? Wichtig, wir stehen zu Provisionen, das ist ein wesentliches und wichtiges Vergütungsmodell. Aber es sind Änderungen zu erwarten dabei, das ist ganz klar und das hat diese Diskussion vorher auch gezeigt. Und warum ist das dann so emotional? Es geht um Existenzen. Wir sprechen ja über eingefahrene Geschäftsmodelle, wir sprechen über Investitionen, die wir, die Sie genauso in Ihre Unternehmen getätigt haben. Wir sprechen hier über Planbarkeit und wir haben früher einen sehr guten Punkt in der Diskussion gehabt, der mir gefallen hat, oder gestern auch schon, können wir nicht in der Branche irgendwie mehr gemeinsam etc. Also ehrlich gesagt, ich höre das, ich glaube es noch nicht, ich sehe nicht die Tendenzen und ich glaube, dass verschiedene Gruppierungen mehr denn je andere Positionen einnehmen, das halte ich schlichtweg für nicht klug, ist aber so. Und aus dem Grund ist es umso wichtiger, dass jeder von Ihnen, und dann kommen wir auf die Frage wieder zurück, wie auch wir, uns sehr, sehr genau überlegen,
Was ist denn unsere Positionierung am Markt? Warum gibt es uns den? Was ist denn die Differenzierung zu den anderen? Und wen attackieren wir denn, wenn ich die Sprache so verwenden darf? Wo will ich mich denn am Markt aufhalten? Und wir haben den Schritt vollzogen. Ich bin immer bei den Versicherungen eingeladen, was klar ist, weil wir fondsgebundene Lebensversicherungen sind in Österreich. Weil mit einem Fuß sind wir auch in der Investment- und Asset-Management-Welt. Also wir haben über 300 Milliarden in der Gruppe im Asset-Management und Wealth-Management veranlagt. Sind in UK zum Beispiel die größte Fondsplattform mit doppeltem Abstand vom nächsten. Also wir haben sehr viele Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen im Unternehmen, die wir in Österreich noch nicht haben. Und wir haben uns massiv mit der Frage auseinandergestellt, dass nur fondsgebundene Lebensversicherung, die keine Sachversicherung, keine anderen Dinge rundherum hat und die natürlich von der Krise auch erwischt worden ist. Die Lebensversicherung bitte ist um 50% im Neugeschäft zurückgegangen. Die Sparquote der Österreicher ist von 12% auf 7% runtergegangen. Und jetzt kann man dann jammern und sagen, das ist alles so schlecht. Aber da bin ich beim Erik Samilov, der gestern gesagt hat, dann schauen wir doch positiv in die Zukunft. Oder der Herr Graf, der heute auch über Chancen etwas erzählt hat. Wir sehen das als Chance, mit guten, qualitativ hochwertigen Berater ein Kundensegment anzusprechen, das frei verfügbares Geld hat. Und dass die Frage, wie veranlage ich mein Geld hier in Österreich, einfach schlichtweg nicht beantworten kann. Das sehen wir als Chance, das hat gravierende Änderungen nach sich, das hat eine Änderung des Geschäftsmodells nach sich. Aber nur einmal zum Nachdenken vielleicht, darf ich einen Test mit Ihnen machen. Vielleicht können Sie mal mithelfen mit Handzeichen und ein bisschen Aktivität ist es auch in der Früh, bevor Sie in die Workshops gehen. Wer von Ihnen hat mehr als 500 Kunden? Zeigen Sie mal auf bitte. Wer von Ihnen glaubt, dass er oder weiß es, dass er mehr als 30 Kunden hat, die 100.000 Euro haben irgendwo? Auf der Bank, veranlagt, irgendwo, vielleicht nicht bei Ihnen. Das ist eine ganze Menge. Wie Sie wissen oder wahrscheinlich mitbekommen haben, wir sind im April haben wir die Maschinen aufgemacht. Wir haben jetzt mehr als die ersten 100 Verträge. Die durchschnittliche laufende Prämie geht in Richtung 400 Euro. Die durchschnittlichen Einmalprämien gehen im Median auf rund 30.000 Euro, im mathematischen Schnitt auf rund 50.000 Euro. Wir sehen das als Anfang, das ist in anderen Märkten deutlich höher, das sind 100, 120, 150.000 Euro plus. Die durchschnittliche Bestandsprovision, die unsere Berater anwählen, das können sie selbst anwählen. Wir geben die Retrozessionen dem Kunden zu 100%, sie wählen die Bestandsprovision an, ist ganz knapp unter 1%, 0,97. Die durchschnittliche Abschlussprovision, also das Agio, wenn Sie es so bezeichnen wollen, ist rund 2,6%. Das heißt, wenn Sie 30.000 Kunden haben mit 100.000 Euro, mal 1% Bestandsprovision sind es 30.000 jedes Jahr im Jahr. Und wir sehen Berater, die diese Kunden haben und die in einem Segment sind und zu uns bringen. Wir sehen aber Berater, die sich reinentwickeln. Nur was die Berater auch, glaube ich, tun müssen, für sich selbst eine Entscheidung zu machen, wie bin ich positioniert und wie spiele ich. Bin ich im breiten Retail-Segment, mache ich allumfassend Versicherung, dann wird das Geschäftsmodell, die Vergütung, die Honorierung anders sein, als kümmere ich mich stark um Vermögensberatung, gehe ich gezielt in das Segment, dann muss ich aber auch zu Kunden Nein sagen können. Und das war meine persönliche Erfahrung in unterschiedlichen Vertriebsjobs, auch in unterschiedlichen Branchen. Ich bin immer dann gut geworden, wenn mir bewusst war, was ist meine Stärke und was ist meine Nichtstärke. Und wenn ich dann angefangen habe, und das habe ich auch bei Skande als Maklerbetreuer früher gemacht, zum einen oder anderen zu sagen, leider sind unsere Positionen so verschieden, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist so ein Aufruf, es gibt da große Chancen, aber ich glaube, jeder muss für sich selber einfach denken, wo er steht. Und für uns war die Entscheidung klar, wir positionieren uns neu, geschuldet den Rahmenbedingungen haben wir für uns längerfristig mit dem Modell, das wir jetzt haben, keine Chance mehr gesehen. Okay, da ein starker Sager, oder? Mit dem alten System keine Chance mehr. Wie sieht das die Unika? Als Candia, als nur Lebensversicherung. Okay, gut, danke schön, bitte richtig. Wir haben es da ein bisschen leichter. Wir sind ja Kompositversicherer und haben eigentlich zwei große Vertriebswege, unseren angestellten Außendienst und genauso wichtig bei uns auch der unabhängige Vertrieb. Und für diesen unabhängigen Vertrieb ist für uns die Provision einfach das Mittel oder die Honorierung der Leistung, der Qualität, des Service, des Beraters. Und wir versuchen in der Qualität, in der Beratungsqualität viel zu bieten, in der Weiterbildung für den unabhängigen Vermittler. Bei uns gibt es Maklerakademien mit Top-Trainern und da versuchen wir wirklich auch da in der Qualität besser zu werden. Im Service von unserer Seite, es wird immer vom Kunden relativ gut honoriert, dass wir kundenorientiert sind, in der Maklerbranche auch so honoriert, dass wir jedes Jahr Preise bekommen, wo man auch wirklich diese Qualität sieht, das, was wir tun auf unserer Seite. Und so gesehen, wir haben den großen Bauchladen, wir haben auch Tarife, wo es keine Abschlussprovision gibt, wo es provisionsfreie Tarife gibt, also wir haben den großen Bauchladen, wir sehen aber schon,
dass dieser Weg von uns im großen Stile oder von unseren Vermittlern noch nicht so angegangen wird. Wie die Zukunft sein wird, wo es hingeht, können wir jetzt... Was wird von Vermittlern nicht angegangen? Na, die provisionsfreien Tarife, okay, sondern nicht, eher nicht so angenommen werden. Ja. Ja, klar, aber so vielleicht gibt es eine Entwicklung, wo es in den nächsten Jahren woanders hin ist. Bereitstehen würden wir, wir stellen uns auf, wir haben die Tarife. Mhm. Was das für das Service angesprochen, was natürlich schon auffällt, ist, dass ich beobachte jetzt den Versicherungsmarkt jetzt nicht so detailliert, muss ich gestehen, aber was mich bei der Unica schon auffällt, ist, sie versuchen sehr stark eine Community zu bilden mit ihren Kunden. Ne? Diese ganze Coach, wie heißt das, die Fit-Life? Vital-Coaches. Vital-Coaches. Also da wird sehr viel Gesundheitshotels und diese Dinge werden angeboten rundherum. Also da will man sozusagen die Leute schon sehr, sehr stark binden auch und dadurch. Ja, das ist halt so die Überlegungen als Versicherungsindustrie, wie kannst du steuern, wo kommst du hin, das was du willst. Auf Produktinhaltsebene, auf Innovationen. Wir haben Safeline als Innovation betrieben. Das ist relativ gut angekommen mit vielen Vorteilen für den Kunden. Wir haben Vital-Coaches. Wir tun da sehr viel, weil wir glauben, auf gewissen Ebenen, dass man steuern kann, dass man ein Geschäft bekommen kann. Wo wir auch beim Gerhard Hofgarten sind. Was wir nicht mehr tun, das haben wir in der Vergangenheit vielleicht schon gemacht, aber wie ich als Maklerbetreiber begonnen habe, wir haben alles gemacht und wir haben geglaubt, überall mitspielen zu können. Und mittlerweile haben wir eine Kultur, wo wir sagen, das geht nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir von den Kosten her nicht, da spielen wir einfach nicht mehr mit. Und das sagen wir auch offen unseren Kunden oder gewissen Vermittlern, wenn das für keinen ein Geschäft mehr ist oder nur mehr eine mühsame Geschichte, dann sagen wir offen, das können wir nicht. Aber wir versuchen natürlich auf anderer Ebene über Motivations-, Bildungsmaßnahmen, Vital-Coaches viel zu tun, wo man einen Mehrwert erlebt. Mhm. Und ich vergleiche es ein bisschen auch immer mit der Handybranche, wenn man sagt, das ist mein großes Bild oder mein persönliches Bild, das überlegt sich keiner mehr, welches Handy er kauft, sondern jeder ist klar, er kauft sein iPhone. Und wenn man das positioniert, auch in der Versicherungsdenken, dass man sagt, okay, für mich steht da die Qualität oder dieses Package ist einfach die Unica, dann hat man eigentlich viel geschaffen. Mhm. Okay. Von der Claire Klemetl, lieber Klaus Schönfelder, euch geht es natürlich ein bisschen nicht unähnlich wie den anderen investmentlastigen Anbietern. Ihr habt auf der einen Seite das Thema Bestand, der vorhandene Bestand ist eine Herausforderung, weil natürlich die Beraterlandschaft, die mit diesem Bestand korrespondiert, sich verändert. Wie geht man da um als investmentlastiger Versicherer? Schönen guten Morgen. Bevor ich auf das eingehe, möchte ich einfach ein paar Gedankensplitter loswerden, die ich jetzt schon die ganze Zeit aufgesammelt habe. Und insbesondere bin ich dem Josef Graf dankbar für sein emotionales Statement, weil da sehr viel Wahrheit drin war. Ich persönlich glaube, dass die Diskussion leider eine völlig verfehlte ist, weil wenn wir heute das Jahr 2005 schreiben würden, und die Produkte funktionieren würden, kein Mensch würde über die Provision diskutieren. Und wenn wir seit 10 Jahren ein Honorarsystem hätten und hätten die gleichen Entwicklungen im Produktbereich jetzt gesehen, dann würden wir heute auf ein Provisionsmodell umstellen und 100.000 Argumente finden, warum ein regelmäßiges Honorar wie auch immer unfair ist. Das Einführen eines Honorarmodells oder wie auch immer das ein anderes Modell heißen soll, mit fixen Stundensätzen, wie der Herr Malberg gesagt hat, ja, das mag für eine kleine Kundenschicht möglich sein, die sehr potent sind, aber dann müssen wir uns alle inklusive den Standesvertretern und den Politikern und den Konsumentenschützern fragen, wollen wir 90% der Bevölkerung von einer unabhängigen, kompetenten Beratung ausschließen? Wie viele Kunden können heute sich den Anwalt leisten, der 350 Euro in der Stunde verlangt? Nicht alle, weil sonst würden vielleicht viel mehr Kunden noch versuchen, ihr Recht in verschiedenen Bereichen durchzusetzen. Also ich glaube, das, was verlangt wird und was fair ist, dass es ein leistungsbezogenes Entgelt gibt. Das muss vielleicht stärker performanceabhängig sein, aber das Einbunkern auf der einen Seite, weil es Provision heißt und auf der anderen Seite heißt es Honorar, halte ich da für vollkommen verfehlt, weil es egal ist, wie das Ding heißt. Es muss leistungsbezogen sein und es muss, wie der Bernd Fasching gesagt, am Ende des Tages für den Kunden einen Ertrag bringen. Sonst werden wir, egal wie wir es vergüten, egal was wir kriegen, immer in der Schusslinie sein. Das heißt, auf der einen Seite müssen die Emittenten, wie wir es auch sind, trachten, dass die Produkte funktionieren. Und auf der anderen Seite müssen alle Beraterinnen und Berater, und jetzt schließe ich bei dem, was ich kurz erzähle, alle, die da sitzen, hoffentlich aus, müssen auch dem Kunden eine faire Leistung für das Geld bringen. Ich habe es mir aufgehoben, ja, ein E-Mail bekommen von einem Makler, der ist nicht da im Raum, weil wir die Berater einbeziehen, wenn sich Kunden mit Fragen an uns wenden und das ja die Aufgabe des Maklers ist. Und der hat vor jetzt
5,5 Jahren ist das her, 5 Jahre und 5 Monate, ein großes hypothekarisches Modell gemacht mit einem endfälligen Tilgung, mit unserem Haus. Der Kunde hat sich an uns gewendet mit Fragen, weil die Hausbank auf ihn aggressiv zugetreten ist. Und wir haben das dem Makler geschickt. Und der schreibt uns zurück, ich habe mir das echt aufgehoben, was wir uns eigentlich vorstellen, dass wir uns jetzt nach Ablauf der 5 Jahre an ihn wenden, weil ihn interessiert das nicht mehr. Ich meine, wenn es, solange es jemanden gibt, der so denkt und sowas agiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der VKI oder wer auch immer sich einseitig auf uns einschießt. Das kann nicht sein. Und wenn man die Provision jetzt, ich glaube, das ist heute auch schon gesagt worden, verteilt sieht auf das, ich glaube, der Josef war es auch, der es gesagt hat, verteilt sieht auf die gesamte Arbeitsleistung, die man erbringt, dann ist das gar nicht überhöht. Natürlich darf ich nicht sagen, ich gehe einmal zum Kunden hin, habe eine halbe Stunde eine Analyse gemacht und verdiene jetzt für einen 100-Euro-Sparplan 2000 Euro. Das ist logisch, dass das zu Verfehlungen und zu falschen Ansichten führt. Was als Antwort kann ich nur sagen, und ich sitze ja nicht nur als Klerikel-Geschäftsführer da, sondern bin ja mit dem Hannes Muschig in der AFPA, wir müssen Bewusstseinsbildung betreiben. Und bin dankbar für Leute wie den Josef Graf, die auch in der AFPA mit dabei sind, der selber mit dem VKI spricht, dass man den Leuten erklärt, wie viel Arbeit es ist, wie viel Energie, wie viel Engagement und Professionalität dahinter steht, um den Kunden wirklich langfristig gut zu betreuen. Und dann ist das, ob es Provision heißt, von der Honorar heißt, wie auch immer, gerechtfertigt. Das wird dann auch funktionieren. Und daran müssen wir arbeiten, dass dieses Bild, das wir in der Öffentlichkeit haben, geändert wird. Und halt solche Diskussionen wie vorher mit dem Herrn Rauch, wo dann im Internet irgendwelche Videos auftauchen, die sind halt wirklich kontraproduktiv, weil das führt uns in die falsche Richtung. Schlussendlich möchte ich sagen, es muss ein Mischmasch sein. Und du hast angesprochen, wir als großes Investmenthaus und Bank, natürlich, wir haben im Hintergrund, sind wir die größte Retailbank Englands mit 6.500 Filialen, und ich möchte keine Konzernvorstellung machen mit 130.000 Mitarbeitern, aber natürlich ist das ein großes Thema und wir beschäftigen uns damit, und der Bestandserhalt ist ein ganz großes Thema, weil da ist schon viel Geld geflossen, verdient worden, sowohl vom Konzern natürlich als auch von den Beratern, und da muss man jetzt schauen, dass man die Versprechen, die man den Kunden gegeben hat, einhält, und wir denken sehr oft darüber nach, wie können wir es attraktiver gestalten, dass sich die Berater mit uns gemeinsam langfristig um die Kunden kümmern. Das ist das Entscheidende. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, weil es ja sozusagen darum, weil es ja, es gibt die Erwartung des Beraters, Unternehmers, für seine Leistung vergütet zu werden. Aber, und es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch den Produktanbieter, von dem diese Vergütung gefälligst kommen soll, in irgendeiner Form. Oder so. Beide Seiten dürfen verdienen. Ja, das ist ja, es wär, ist ja, ich finde es auch einen Wahnsinn, dass wir uns schon fast genieren müssen dafür, dass wir Geld verdienen. Ich meine, für gute Leistung muss man doch verdienen dürfen. Das ist doch legitim. Jetzt meinte ich, früher war es doch leichter anders, dass es eine Einbahnstraße war. Nicht? Der Produktanbieter bezahlt, und was bekommt er dann dafür vielleicht zurück? Andere Vergütungssysteme können hier eine stärkere Bindung erzeugen, damit solche 5-Jahres-Typen dann nicht entstehen. Nicht? Ja, dann muss man darüber nachdenken, wie anders. Und natürlich auch an die Moral appellieren und an das professionelle Berufsverständnis, dass man dem Kunden für das Geld, das man vermeintlich rasch und sofort bekommen hat, schon längerfristig auch eine Dienstleistung gibt. Peter Ladereiter, du bist in der Grawe-Gruppe, bist vorher schon mal der Security, aber auch in der Grawe-Gruppe, in vielen, vielen, vielen Gremien, mit der Hypoversicherung, die ein Teil der Grawe-Gruppe ist. Bist du ein bisschen ein Vordenker, du bist jetzt auch in dieser Runde da dabei, ein Vordenker, der nämlich einen sehr starken Fokus jetzt nicht Produktanbieter, Berater, sondern auf den Kunden hat. Also den Fokus auf den Kunden hat, und sozusagen dann, wo ihr überlegt, in welcher Form können wir trotzdem den Produktanbieter und den Berater einbinden, aber es ist alle Überlegungen sind auf den Kundenfokus gerichtet, sowohl was die Veranlagungsstrategie als auch die Vergütung betrifft. Und da gibt es meines Wissens auch schon interessante Kooperationen am Versicherungsmarkt. Ja, prinzipiell muss man es genauso gestalten. Jetzt möchte ich gar nicht auf die Diskussion eingehen, ist Honorarberatung besser, sind Provisionen besser. Ich möchte das Ganze ein bisschen abstrakter sehen und auch differenzieren. Das hat mir auch sehr gut gefallen in der letzten Diskussion, dass wir zum Schluss begonnen haben zu differenzieren, dass es ja abhängig sein muss, ob ich im Schadenunfallbereich bin oder im Vorsorge- oder Lebensversicherungsbereich bin. Wenn man vielleicht jetzt einmal zu der ersten Frage hier zum Punkt kommt, ist es so, es muss auf jeden Fall so sein, dass Provision und Honorar die Interessen des Kunden weitgehend anreizkompatibel mit den Interessen des Beraters sind. Es darf nicht dazu führen, dass eine Provisionsleistung existiert, wo eigentlich ein Zuwiderhandeln gegen die Interessen des Kunden belohnt wird. Es muss so gleichgeschaltet sein, dass der Berater
in seiner Provisionswahl die gleichen Interessen, wie der Kunde hat. Moment, die haben einen starken Abend hinter sich. Das muss ich nochmal wiederholen. Kann ich ein Beispiel nennen? Ein Beispiel. In der klassischen Lebensversicherung hat der Kunde ein absolutes Interesse, den Vertrag im Großen und Ganzen durchzuhalten bis zum Ende der Laufzeit. Die Versicherung kalkuliert die Kosten so, dass es davon ausgegangen wird, dass der Kunde die vereinbarte Laufzeit durchhält. Tut er das nicht, dann geht es eindeutig zulasten des Kunden. Wir haben schon erwähnt, Rückkaufswerte sind meistens niedriger als eben die Deckungsbeitragswerte, Deckungsrückstellungswerte. Das heißt, wenn hier seitens der Provision ein Anreiz besteht, den Kunden vorzeitig aus diesem Vertrag zu entlassen, um eine neue Polize abzuschließen, dann ist das ein Beispiel, wo die Interessen des Kunden zuwiderhandeln mit den Interessen des Beraters. Das ist ein sehr schönes Beispiel und würde sprechen eben für eine laufende Provision im Bereich Lebensversicherung. Weil es ein Fakt ist, nicht? Es gibt, es ist ein Faktum, dass in Österreich die wenigsten Lebensversicherungsverträge in der klassischen Lebensversicherung durchgehalten werden, sondern, wenn man den Statistiken glauben darf, im Schnitt nur 7 bis 8 Jahre die durchschnittliche Bindungsdauer in einer klassischen Versicherung ist. Und das natürlich kann sich für den Kunden nie ausgehen. Egal wie gut die Versicherung in der Vermögensverwaltung arbeitet, das kann nie zum Erfolg für den Kunden führen. Also hier ist das sicher ein Argument für eine laufende Provision in der Lebensversicherung. Ich gebe zu, für viele Berater ist das auf einen Schlag nicht möglich, weil sie einfach Einkunftsquellen dann versiegen sehen, aber müsste einen schrittweisen Übertrag in diese Richtung machen, damit es hier wirklich zu einer Gleichschaltung der Interessen des Beraters zu den Interessen des Kunden kommt. Wir dürfen eines nicht vergessen, und das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich in der Diskussion nicht einbringen will. Sach- und Lebensversicherung unterscheiden sich auch insofern, dass die Sachversicherung weitgehend unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte vonstatten geht, weitgehend sage ich einmal, währenddessen die Leistungen für den Kunden in der Lebensversicherung sehr stark abhängig sind von der Situation an den Kapitalmärkten. Und viele Versicherungen haben maßgeblich mit der Lebensversicherung begonnen bzw. eine massive Wachstumsphase gehabt in den 80er und 90er Jahren, wo das risikofreie Zinsniveau bei etwa zwischen 6 und 8% gelegen ist. Natürlich, wenn ich von einem risikofreien Zinsniveau von 6 bis 8% spreche, bringe ich leicht, sage ich jetzt einmal, 2% pro Jahr umgerechnet auf den Vermögenswert Provisionen unter. Wenn aber das risikofreie Zinsniveau wie jetzt bei 2% oder darunter liegt, dann bringe ich die 2% eben nicht mehr unter, ohne dem Kunden hier Verluste zu ersparen. Das heißt, hier haben wir in der Lebensversicherung tatsächlich das Problem, dass die absoluten Höhen an Provisionen der Kapitalmarkt einfach derzeit nicht hergibt. Und deswegen muss man das einfach, wenn man so will, akzeptieren, dass Produkte Lebenszyklen haben, die einmal für das Produkt besser und schlechter sind. Momentan ist es für die Sachversicherung scheinbar ein positiver Lebenszyklus und für die Lebensversicherung ein schlechter Lebenszyklus. Das muss man auch mit berücksichtigen. Man kann jetzt nicht mit aller Gewalt das Produkt Lebensversicherung deswegen mit möglicherweise den gleichen Provisionssätzen beim Kunden unterbringen. Also diese zwei Aspekte wären mir mal wichtig in die Diskussion einzubringen. Okay, danke. Bernhard, ihr habt ja vor kurzem eine sehr Untersuchung auch gemacht, wo ich mit dem Vorsorgethema sehr stark beschäftigt habe, wo das rausgekommen ist, was wir eh alle wissen, nämlich, dass die Kunden viel zu wenig, jeder weiß, es muss was tun, aber in der Praxis passiert nichts und wenn dann zu wenig. Sind dann einfach Modellüberlegungen, die man da jetzt ansatzweise gehört hat oder die jetzt andere Investmentfirmen machen, wo man sagt, okay, kann das ein Mittel sein, Kunden dazu zu im Lieben und Netten dazu zu zwingen, gefälligst bei seiner Vorsorge auch zu bleiben? Schafft man das überhaupt? Zwingen ist also motivieren. Motivieren ist vielleicht das Anschieben. Anschieben, motivieren ist das richtigere Wort.
diese Umfrage-Wertewandel in der Vorsorge hat natürlich eigentlich erschreckendes Ergebnis, erschreckend insofern, als sich ein minimaler Prozentsatz der Österreicherinnen und Österreicher überhaupt für Vorsorge interessieren. Interessanterweise die Vorsorge haben, die sind also zufrieden mit den Ergebnissen, auch wenn sie nicht so hundertprozentig sind, wie es eigentlich vielleicht irgendwann einmal geschrieben wurde oder gegeben wurde, die Versprechungen, weil sie sich nämlich an sich auch nicht damit befassen. Das ist wieder das Dramatische dabei. Meiner Meinung nach der Ansatz Aufklärung und der Ansatz des Gemeinsamen ist hier herausgekommen. Und damit könnte man und muss man, glaube ich, die breite Masse motivieren, zwingen. Josef Graf hat gesagt, die Decke geben, also sanft zwingen, nicht mit Gewalt zwingen, etwas für die Vorsorge zu tun. Und da sind also die Versicherer, das sind die Standesvertreter, da sind vor allem auch die selbstständigen Vertriebspartner aus allen Fachgruppen heraus gefordert, weil die das Know-how haben. Und hier ist Bewusstseinsbildung zu machen. Und dann kann vielleicht auch ein Weg von der Wertschätzung dieser Beratung hier zu egal welcher Vergütung, Vergütung ist notwendig, unabdingbar gefunden werden. Also vielleicht so den leichten und sanften Zwang zu geben. Also mit unseren Ergebnissen irgendwie auf den Markt zu gehen und in die breite Masse würde ich nicht machen, weil das, glaube ich, wäre kontraproduktiv. Okay. Lebenslange Provision, Stichwort. Also ich glaube, dass man einen Kunden heute, den Kunden, den wir haben wollen, der sich etwas auskennt, der aktiv ist, der mitdenkt, der eigene Meinung hat, weil das ist ja ein Zielkunde auch, der uns dann weiterbringt. Ich glaube, dass man den Kunden zu nichts zwingen kann. Dieses Modell, eine Lebensversicherung mit Provision zu belasten, dass der Kunde drinnen bleibt, das ist... Nein, dass der Berater motiviert ist, die entsprechenden Aktionen dafür zu setzen, dass der Kunde drinnen bleibt. So natürlich, habe ich's verstanden. Natürlich. Ich glaube, das geht ein bisschen zurück zu dem, was ich auch vorher gesagt habe. Wenn es uns gelingt, uns als Gesellschaft, Ihnen als Berater, dem Kunden ein Gefühl dafür zu geben, warum er etwas zahlt, dann wird der Kunde das auch akzeptieren. Und da gibt's einige Revolutionen, die auf uns zukommen auf dem Markt. Eine wird sicher sein, Technologie. Gestern habe ich irgendwo gehört, die Versicherungssysteme oder die Versicherer erneuern deshalb die Systeme nicht, weil sie noch nicht abgeschrieben sind. Und die sind teilweise angestaubt. Das ist richtig. Und Technologie wird unsere Branche massiv verändern. Schauen Sie sich nicht nur die Generation an, die jetzt nachkommt, schauen Sie sich die Generation an, auch die Zeit hat, die Technologie zu nutzen. Und ich glaube, da werden sich die Prozesse verändern. Da müssen wir zusammenarbeiten. Wie können wir am modernen Kunden heute so servicieren über neue Technologien, über die Prozesse, dass der versteht, was er hat, dass der versteht, was er tut. Und das ist ja eine Frage, die hinter Provision steht. Der Konsumentenschutz kommt ja deshalb mit dem Provisionsthema, weil Provision ist gleich Hilfe, ich kenne mich nicht aus und das fällt immer wieder zur Provision zurück. Aber die Frage ist ja vielmehr, welche Erwartungshaltung haben wir kreiert? Das ist das Thema aus der Vergangenheit, da müssen wir lernen und besser werden. Aber wie begleitet ihr denn den Kunden? Wie begleitet ihr ihn im Sinne von Transparenz? Und Transparenz heißt für uns nicht, wir schreiben auf, wie hoch ist die Provision auf jeden Cent. Das machen wir sowieso, das können Sie nachlesen, das können Sie ausrechnen, das ist sowieso da. Das will ja der Kunde nicht wissen. Der Kunde will wissen, was habe ich denn da? Wie funktioniert denn das ungefähr? Habe ich da ein gutes Gefühl im Bauch? Und das wird Ihnen auch nicht gelingen, wenn Sie sich dreimal pro Jahr oder zweimal pro Jahr mit dem Kunden treffen, weil die heute anders denken, weil die ins Internet gehen, weil die sich anders informieren, weil das heute einfach anders läuft. Und ich glaube, da haben wir einen Riesenschritt zu machen. Wenn wir den aber machen, können wir Sie in den Administrationen, in der Servicierung gut entlasten, aber auch die Kunden binden. Also Bindung funktioniert nicht über Provision, Geld oder Bestrafen für mich, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein gutes Stichwort, was ich nämlich ohnehin vorgehabt habe, dich zu fragen, lieber Andreas, das Thema die Bindungsmaßnahmen, diese Servicecharakter, die Versicherer machen. Ist es so, wenn wir uns treffen, dann sehen wir uns meistens bei irgendwelchen Maklerveranstaltungen, Partys, wo Versicherer versuchen, Crowd-Community zu schaffen mit Beratern, mit Maklern. Ist es das, dass der Berater, der Makler verlangt als Service vom Versicherer, dass er halt, ich sage es ganz frech, wie ich es manchmal schon geschrieben habe, ich muss einfach eingeladen werden, zweimal im Jahr irgendwo hin und muss dann mal Übernachtungen in einem gescheiten Hotel bekommen, weil sonst, lieber Versicherer, ist bei mir vorbei.
Aber das muss der Versicherer bieten und das muss er auch einpreisen, damit er es bezahlen kann. Ist das notwendig? Ist das, oder weil jede Diskussion, die wir da führen, würde ja Makler bedürfen, die anders kalkulieren, die diese Leistungen vom Versicherer nicht erwarten. Ein spannendes Thema. Ich sage, wir machen so ein großes Haus, wir bieten Studienreisen an, wo die... Studienreisen? Okay. Bist du deppert? Aber schön ausdrücken, oder? Absetzbar, absetzbar. Das heißt Maklerakademien, wo immer wieder sehr gern die Makler mitfahren. Es ist so bei uns, meine persönliche Meinung dazu ist, wir treffen uns bei diesen Veranstaltungen, ich glaube, die Produkte sind ähnlich, die Provisionen sind relativ ähnlich, die Innovationen werden relativ bald abgekupfert, wir werden alle besser im Gleichschritt gemeinsam irgendwo und ich glaube, man kann sie differenzieren über Dienstleistung, über Service und über die Bereitschaft, gemeinsam wohin zu gehen. Und da gehört für mich die Ehrlichkeit, die Beraterqualität dazu. Jetzt hat es zwei Entwicklungen gegeben, wir haben schon gehört, der Kapitalmarkt hat sich verändert. Alle in den Boomjahren haben überall jeder geglaubt, er kann am Kapitalmarkt mitspielen. Ich habe viele Freunde, die überall geglaubt haben, sie können investieren und kennen sie aus, sind aber im Nebenberuf nicht in der Finanzdienstleistungsbranche gewesen. Wie es dann nicht mehr so gut gelaufen ist, haben sie auf einmal gemerkt, okay, das Geld ist jetzt nicht mehr so da, wie es vorher da war. Und eigentlich habe ich mich verkalkuliert und verspekuliert, Schuld war dann meistens irgendwer anderer. Und das ist so das Thema Beratungsqualität. Ich habe es erlebt, ich bin seit 10 Jahren erst in der Versicherungsbranche und ich habe es sehr wohl erlebt von Mitbewerbern, die sehr wohl über irgendwelche Spitzfindigkeiten versucht haben, Vermittler oder Vertriebe ins Boot zu holen und waren besonders stolz, wenn sie irgendwelche Dinge gemacht haben, wo man zu dem Zeitpunkt genau gewusst hat, das geht sich nicht aus. Das geht sich für keinen von allen Beteiligten aus und am wenigsten für den Kunden. Und ich sehe das jetzt so als neue Ehrlichkeit, dass man sehr wohl schaut, gemeinsam, wie wir sitzen, wie wir mit den Beratern umgehen, wie die Berater mit den Kunden umgehen, dass man versucht, einen Weg zu finden, Gemeinsamkeit zu finden, wo man sagt, das machen wir nicht mehr. Und da gehört für mich auch irgendwelche Dinge gemeinsam dazu, die man sagt, man überlegt am Abend bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo kann man in der Zukunft gemeinsam stärker werden. Diesen Schulterschluss zu machen, wir haben es jetzt mit unserem Generaldirektor gemacht, wir haben Großvertrieber bei uns eingeladen und versucht, gemeinsam offen zu diskutieren, wo geht es hin. Wir haben die Fachgruppe eingeladen, der Herr Göltl war bei uns dabei, wo geht es gemeinsam hin, wo sehen wir die Chancen, wo sehen wir gemeinsam die Chancen und nicht, wo können wir gegeneinander arbeiten, um uns abzuheben. Und meine persönliche Meinung ist, ich habe heuer ein paar Veranstaltungen mit Vertriebspartnern gemacht, die waren nicht im tollen Hotel und die waren nicht irgendwo im Schickimicki, sondern ich bin mit meinem Wohnmobil wohin gefahren, habe in meinem Eiskasten ein Bier gehabt und wir haben uns vor dem Wohnmobil gesessen und haben ein Bier da getrunken. Und ich glaube, es geht nicht ums 4-Sterne-Hotel sondern es geht darum, kann man gemeinsam Ideen schüren und wo kommt man auf Ideen, dass man gemeinsam in die Zukunft wachsen kann. Das also ich höre dabei raus, es wissen sehr wohl auch die anderen, auch die Partner, dass die fetten Jahre vorbei sind. Die fetten Jahre vorbei ist die Frage, wo man den Fokus sieht. Ich trinke gerne einen Champagner, das schmeckt mir auch, aber ich trinke gerne ein Bier aus der Dose. Und ob jetzt das eine Fett ist oder das andere Fett ist, also wir könnten auch Champagner zahlen, aber ich glaube, dass es nicht immer notwendig ist. Gut. Wenn ich das Umleitung mache, du hast mit der Gary gemeldet, seitdem du dort bist, einfach eine ganz klare Position gehabt, nämlich es gibt weder Champagner noch Bier oder so. Oder? Na, so ist es nicht, aber wir machen heuer keine Studienreisen. Das hat einen anderen Hintergrund, da gebe ich dem Kollegen recht, wenn weniger da ist, dann kann man auch weniger verteilen und am Ende zahlt es der Konsument. Und ob wir das Maschel drauf geben oder das und wo auch immer her, der Champagner kommt, am Ende des Tages hat es jemand gezahlt vom Kapitalmarkt, haben wir es derzeit nicht, also zahlt es der Kunde. Und deswegen sind wir da etwas zurückhaltend und versuchen das Ganze in anderer Form hinauszutragen, eher mit viel Know-how, Unterstützung, den Maklern und Beratern zu helfen bei den Kunden. Und ich glaube, es ist wirklich, wie der Kollege gesagt hat, an der Zeit, man muss halt, es gibt halt Zeiten, wo man ernten kann und Zeiten, wo man investieren muss. Ich glaube, momentan ist eine Zeit, wo man investieren muss, nämlich Zeit, Geduld, Energie in die Kundenbeziehungen, wie in die Maklerbeziehungen. Und es werden wieder Zeiten kommen, wo wir ernten können, die das auch einsehen. Natürlich gibt es einen doppelten Kostendruck. Einerseits auf die Berater, die weniger Geschäft machen, mehr Arbeit haben, und dann sollte sich noch bei einer Provision einschränken. Das gibt es auf Unternehmens- und Konzernebene genauso. Wir verdienen am Kapitalmarkt weniger, machen weniger Geschäft. Die Berater wollen aber trotzdem hohe Provisionen haben. Und am Ende des Tages kann das nur ein Kompromiss sein, weil das geht sich sonst nicht aus. Und momentan sind wir halt in einer Phase, wo wir die Energie ins Beziehungsmanagement stecken müssen.
in die Neuorientierung. Das ist manchmal der Josef Grawitz gesagt heute, mehr Kilometer habe ich verstanden für weniger Geld. Aber es werden wieder andere Zeiten kommen, wo diese Bemühungen belohnt werden. Wir müssen ein bisschen geduldig sein und wir sollten auf jeden Fall es vermeiden, dass wir ständig uns irgendwelche Grabenkämpfe liefern, die das Bild nach außen nur schwieriger machen. Weil ich gehe so weit, dass ich sage, gut, mögen manche großen Banken in Österreich das Geschäft auffangen. Ich glaube, dass die auch quicken, weil wir ein paar Bankenvertriebe haben, die mit uns arbeiten. Die Kunden machen dort Folgendes, die steigen genauso aus den Aktienfonds aus und haben das Geld Cash liegen. Da verdient die Bank auch viel weniger dran. Das ist ja nicht so, dass die sich freuen. Aber die Konsumenten machen, glaube ich, was anderes. Die geben das Geld heute aus, die konsumieren es. Die kaufen sich den 5. Flatscreen oder ein Auto oder renovieren das Wohnzimmer oder ich weiß nicht was. Aber das Geld ist nicht am Markt und das machen dann weniger, weder die Mitbewerber die Freude noch die Bank oder sonst wer. Und das ist ein Vertrauensverlust. Und jedes Intermezzo, jedes Gemetzel, das wir uns leisten, ist dem widersprüchlich. Und ich glaube, es braucht wirklich einmal ein Zurücklehnen, ein Fassen, und dann sinnvoll gemeinsam argumentieren, weil die Politiker und die Meinungsbildner, wir wissen es über den Hans Muschel in Europa, die haben so einen kleinen Einblick nur. Und wenn da die falschen Signale kommen, dann werden wir die falschen Regelungen bekommen, die weit über die Ziele hinaus schießen. Und am Ende des Tages das bringen, was keiner will, dass ein Großteil der Kunden keine Berater mehr kriegt oder Beratung mehr bekommt, weil es keine Berater mehr gibt. Mhm. Ihr seid bitte ja noch bei den Workshops jetzt nachher dabei und bringt dann noch eure Inputs bitte ein. Daher da jetzt kurze Schlussantwort bitte von dir. Wie würdest du jetzt sozusagen die Vergütung in 2020 sehen? Von den Versicherern. Wieder differenziere ich. Ich glaube, das Gebiet Schadenunfall wird sich nicht dramatisch verändern. Der Betreuer hat eine laufende Leistung zu erbringen, weil einerseits der Vertragsabschluss erfolgt ist, andererseits klarerweise auch im Laufe der Zeit während der aufrechten Vertragsdauer Schäden auftreten werden, die zu bearbeiten sind, die zu melden sind und dergleichen mehr. Also hier ist ohnehin das Modell, das zurzeit existiert, wo weitgehend laufende Provisionen bezahlt werden, wahrscheinlich auch das richtige Modell und es macht auch Sinn, die Höhe der Provision an der Höhe der Prämie zu bemessen. Also dazu würde ich mich persönlich absolut bekennen. Ich glaube, es gibt auch nicht wahnsinnig viele Gegenstimmen, die hier sagen, hier müsste man das revolutionär ändern. Nachdem sich das Geschäftsmodell der Schadenunfallversicherung nicht ändert, möglicherweise aber differenziertere Produkte angeboten werden, wird das im Großen und Ganzen so bleiben, wie es ist. Und ich glaube, das ist nicht einmal schlecht. Im Bereich Lebensversicherung werden wir sehr davon abhängig sein, wie sich die Märkte entwickeln werden. Also wenn Sie die Nachrichten anhören und dann sehen, dass eben die ganze Welt oder zumindest Europa wartet, wie die Wahlen in Griechenland ausgehen, was vor einem Jahr oder vor drei Jahren niemanden interessiert hätte, dann weiß man, wie sensibel auf Vorgänge die Finanzmärkte bzw. unsere Befindlichkeit geworden ist. Und davon wird es abhängig, wie diese Situation weitergeht. Bleiben wir positiv, ich glaube, das ist ja das allgemeine Motto, wir wollen nicht negativ sein und die Sache wird sich, sagen wir, in Monaten, vielleicht in ein, zwei Jahren in Wohlgefallen auflösen, dann wird es auch für die Lebensversicherung wieder in einem Umfeld etwas höherer Zinsen eine bestimmte Perspektive geben. Und aus meiner Sicht auch hier, was ich schon gesagt habe, es darf nicht sein, dass der Berater einen Anreiz hat, Kunden aus bestehenden Verträgen herauszubringen, wenn nicht ein revolutionär besseres Produkt auf der anderen Seite winkt. Und das wird wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall sein. Ich glaube aber auch, unabhängig davon, dass sollte die Zinsentwicklung weiterhin tief bleiben, und es gibt einiges, was dafür spricht, nämlich die gewaltig hohe Geldmenge, die auf der ganzen Welt existiert. So wird sich, und so leid mir das für Sie tut und für uns alle tut, die Provision in der Lebensversicherung kollektiv zurückgehen. Das ist meine feste Überzeugung und ich glaube, dass wir, ich sage einmal, mit der Hälfte der Provision im Jahr 2020 auskommen müssten, sollte das Zinsniveau auf diesem Niveau bleiben. Okay. Geht das Mikrofon an den Herrn mit dem dezent gestreiften Hemd. Jolt Janosch, bei ABD, früher für CEE-Länder verantwortlich, jetzt konzentriert er sich auf Ungarn. Vielleicht nur einen Input, wie ist die Vergütung in Osteuropa gestaltet?
Ja, die Vergütungen in Osteuropa sind über die letzten Jahre bei den gezielten Modellen noch höher gewesen wie in Westeuropa. Das war auch durch höheres Zinsniveau in Osteuropa noch darstellbar. Und die Wachstumsstrategie ist ganz klar nicht aus den Märkten bezahlt worden, sondern das hat der Kapitalmarkt in Westeuropa bezahlt, weil die Osteuropa-Fantasie über die Börsenkurse Geld reingeschwemmt hat. Dort gibt es jetzt auch eine radikale Abkehr davon, das ist in Tschechien, in Polen, teilweise in Ungarn wird es auch kommen, dass die einzelnen Produktlieferanten, die Versicherer bis zu ein Drittel oder noch weiter die Abschlussprovisionen runterkürzen, noch mehr in die lebenslange Verprovisionierung gehen, weil dort diese Auswüchse, Verträge nicht erst nach 7 Jahren umzudrehen, sondern bereits nach 2 bis 3 Jahren noch heftiger waren. Es gibt einzelne Versicherer, die im 5. Jahr nur noch 25% Bestand vielleicht haben. Und ganz klar wird dieser Markt in Osteuropa viel radikaler und schneller umgestellt werden in der Provision als Westeuropa. Okay. Weil dort die Auswüchse viel, viel, viel extremer waren. Okay. Gut. Wir machen jetzt folgender Ablauf.